Programm 16. Frühmorgens in Regensburg. Ein neuer Tag beginnt. Es ist Freitag. Nicht weit von der Donau ist jeden Freitag Fischmarkt. Frau Hofmeister verkauft hier seit 35 Jahren Fisch aus der Donau. Frau Hofmeister, wie lange verkaufen Sie schon Fisch hier in Regensburg? Hier in Regensburg 35 Jahre. Ist das ein Familiengeschäft? Ja. Woher kommen die Fische, die Sie fangen? Von der Donau. Die Fische kommen aus der Donau. Einige Fragen. Wie lange? Wie lange verkaufen Sie schon Fisch? Woher? Woher kommen die Fische? Die Fische kommen aus der Donau. Ist das ein Familiengeschäft? Gibt es viele Fische in der Donau? Hallo? Und hier einige Antworten. Frau Hofmeister verkauft seit 35 Jahren Fisch in Regensburg. Das heißt etwa seit 1950. Die Fische kommen aus der Donau. Gibt es viele Fische in der Donau? Als der Kanalbau angefangen hat, der Main-Donau-Kanal, gab es wenige Fische im Fluss. Jetzt ist der Kanal fertig und es gibt wieder mehr Fische. Jetzt gibt es wieder mehr Fische in der Donau. Die Hofmeisters kommen jede Woche zum Fischmarkt. Sie sind die einzigen, die noch auf dem Markt in Regensburg frischen Fisch verkaufen. Leider gibt es nur noch wenige Leute, die hier frischen Fisch kaufen. Frau Hofmeister, wie lange verkaufen Sie schon Fisch hier in Regensburg? Hier in Regensburg 35 Jahre. Ist das ein Familiengeschäft? Ja. Woher kommen die Fische, die Sie fangen? Von der Donau. Die Fische kommen aus der Donau. Gibt es viele Fische in der Donau? Es gibt jetzt wieder mehr. Also am Anfang, wo der Kanalbau angefangen hat, da hat es wenig Fische gegeben. Jetzt werden es etwas mehr. Jetzt gibt es wieder mehr Fische in der Donau. Dies sind Forellen. Sind Sie jede Woche hier? Jede Woche. Die Hofmeisters sind die einzige Familie, die noch frischen Fisch verkauft. Sind Sie die einzige Familie hier, die Fische fängt und verkauft? Ja, wir sind die einzige Familie noch. Direkt am Fischmarkt ist ein bekanntes Fischrestaurant. Der Chefkoch, Herr Kaltenbrunner, kauft hier seinen Fisch selbst. Im Restaurant wird der Fisch nach traditionellen Rezepten zubereitet. Ja, du wärst dann witzig. Eine Forelle blau mit Wurzelsud,
Das glaube ich für Sie. Das ist eine Forelle in Wurzelsud mit Butterkartoffeln und Gurken. Ein Zander auf Blattspinat. So. Waller mit Zitronenbutter. Welche Fischgerichte kann man in Ihrem Restaurant essen? An und für sich kann man alle Fischgerichte essen im Lokal. Aber wir sind spezialisiert auf hiesige Fische und auf Donaufische. Und vor allem von der Laber, vom Regen. Alle Fische, die hier serviert werden, kommen aus den Flüssen der Umgebung. Aus der Laber, dem Regen und der Donau. Aber die Tradition des Donaufischens könnte aussterben. Könnte die Tradition, in der Donau zu fischen, aussterben? Herr Kaltenbrunner hofft es nicht. Wird die Tradition, in der Donau zu fischen, aussterben? Wenn die Qualität der Donau am Wasser wieder steigt, glaube ich nicht. Dankeschön. Bitte. In Regensburg sieht man überall Kunstwerke aus Schmiedeeisen. Diese Kunstschmiede existiert seit 40 Jahren. Herr und Frau Peitner restaurieren alte Werke aus Schmiedeeisen. In diesem Hof sieht man viele Schmiedearbeiten von Herrn Peitner. Frau Peitner zeigt sie uns. So, dieses Geländer wurde von meinem Mann angefertigt in circa 45 Stunden aus 15 mm Rundeisen handgeschmiedet. Dieses Geländer wurde von Herrn Peitner in circa 45 Stunden handgeschmiedet. Diese Türe stammt ungefähr aus dem 17. Jahrhundert, war zum Teil abgerostet und wurde in 3 Wochen wieder renoviert, mit geschmiedeten Teilen. Diese Türbänder sind auch handgeschmiedet und wurden von meinem Mann angefertigt in circa 14 Tagen. Diese Tür aus dem 17. Jahrhundert wurde in 3 Wochen renoviert. Die Türbänder sind auch handgeschmiedet. Eine Brunnenabdeckung. Auch von Herrn Peitner angefertigt. Hier ist eine Brunnenabdeckung, auch von meinem Mann angefertigt, nach eigenem Entwurf. Geschmiedet und gelocht. Am Ende des Hofes ein geschmiedetes Tor, auch von meinem Mann angefertigt. Ein geschmiedetes Tor. Herr Peitner, können Sie mir bitte beschreiben, wie man ein solches Tor herstellt? Gerne. Zuerst wird die Zeichnung angefertigt,
Dann werden die Stäbe zugeschnitten, gelocht, Platten angeschmiedet und gebohrt. Dann wird der Rahmen angefertigt und gebohrt und das Gitterfeld wird eingenietet. Herr Peintner, können Sie mir bitte zeigen, wie man ein solches Tor herstellt? Ja, sehr gerne. Wie lange wohnen Sie schon in Regensburg, Frau Peintner? Ich wohne seit 1946 in Regensburg. Woher kommen Sie ursprünglich? Aus München. Und Ihr Mann? Aus Karlsbad. Wie lange sind Sie schon verheiratet? 51 Jahre. Wie alt sind Sie bitte? Ich werde 76 und mein Mann ist 80. Frau Peintner kommt aus München, ihr Mann kommt aus Karlsbad. Die Peitners sind seit 51 Jahren verheiratet. Sie wohnen seit 1946 in Regensburg. Wie lange wohnen Sie schon in Regensburg, Frau Peitner? Ich wohne seit 1946 in Regensburg. Woher kommen Sie ursprünglich? Aus München. Und Ihr Mann? Aus Karlsbad. Wie lange sind Sie schon verheiratet? 51 Jahre. Wie alt sind Sie bitte? Ich werde 76 und mein Mann ist 80. Das Handwerk des Kunstschmiedes ist sehr kompliziert. Die Ausbildung dauert daher viele Jahre. Wie lange? Wie lange dauert die Ausbildung? Wie lange hat Herrn Peitners Ausbildung gedauert? Bis zur Meisterprüfung 11 Jahre. Wie lange hat Ihre Ausbildung gedauert? 11 Jahre. Bis zur Meisterprüfung. Frau Peitner hilft bei allen Arbeiten mit. Die Peitner stellen viele verschiedene Dinge her. Wie können Sie Ihrem Mann bei der Arbeit helfen, Frau Peitner? Ja, ich kann zuschneiden, bohren, streichen, beim Schmieden mithelfen, halten. Noch arbeiten Herr und Frau Peitner. Aber auch diese Tradition könnte aussterben, weil es leider niemanden gibt, der diese Kunst fortführen kann. Auch diese Tradition könnte aussterben, weil es leider niemanden gibt, der diese alte Kunst fortführen kann. Frau Peitner hilft ihrem Mann bei der Arbeit. Sie kann zuschneiden, bohren, streichen, beim Schmieden mithelfen, halten. Aber auch diese Tradition könnte aussterben. In Regensburg gibt es leider niemanden, der diese alte Kunst fortführen kann. Doch die Peitners haben viele Freude an ihrer Arbeit. Welche Gedanken haben Sie, wenn Sie heute Ihre Arbeiten in der Stadt sehen? Die größte Freude. Und Sie, Frau Peitner? Wenn ich die Sachen sehe, ja, ich freue mich darüber. Ich glaube oft gar nicht, dass wir es gemacht haben, alles.
Vielen Dank, Herr und Frau Peintner. Bitte. Bitte sehr. Und jetzt Pralinen. Essen Sie gern Pralinen oder machen Sie eine Diät? Ich mache keine Diät. In der Regensburger Altstadt gibt es eine alte Kaffeekonditorei, das älteste Café Deutschlands. Die Prinzesskonditorei. Hier kann man exquisite Pralinen kaufen. In der Prinzesskonditorei werden die Pralinen alle von Hand hergestellt. Erst werden die Schalen gemacht. In einer Form. Sie werden dann 10 Minuten gekühlt. Dann kommt eine Füllung hinein. Wenn die Pralinen gefüllt sind, kommen Sie noch einmal 2 Stunden in den Kühlschrank. Dann sind diese kleinen Kunstwerke fertig für den Verkauf. Die Prinzesskonditorei verkauft jedes Jahr etwa 5000 Kilogramm Pralinen. 5000 Kilogramm. Jede Spezialität hat einen Namen. Donaumuscheln. Regensburgerinnen. Barbara-Küsse. Um alle zu nennen, es gibt rund 40 verschiedene Sorten. Meine Lieblingspralinen, notierte Johann Wolfgang von Goethe. In diesem ältesten Café Deutschlands ist schon das Schaufenster eine wahre Freude. Hinter der farbenfrohen Fassade bekommen die Spezialitäten ihre Form. Bitte schön. Ich hätte gern von Ihren 3 Spezialitäten die Regensburgerinnen, die Donaumuscheln, die Barbara-Küsse. Mhm. Jawohl. Und wie viel von jedem? Geben Sie mir bitte überall 100 Gramm. Kann ich das in eine Tüte geben? Ja, gerne. Der Pralinenmacher ist Hermann Feil. Wie viele Spezialitäten stellen Sie her? Wir stellen etwa, um alle zu nennen, 40 verschiedene Sorten. Besonders hervorzuheben wären natürlich unsere bekannten Donaumuscheln, die Barbara-Küsse, die Regensburgerinnen, dann die Ratsherrn-Schlücke. Wir sind immer noch dran und basteln. Ist das alles? Dankeschön. 19 mal 65 macht's bitte schön. Fast 20 Mark für 300 Gramm Pralinen. Die fertigen Pralinen sind ein bisschen teuer. Ja, auf den ersten Moment ja. Aber wenn man bedenkt, dass ja alles nur von Hand hergestellt wird und dass nur edelste Rohstoffe zur Verarbeitung gelangen, so könnte man wohl sagen, sie sind billig im Vergleich zur Industrieware. Wenn man bedenkt, dass diese Pralinen von Hand hergestellt werden, kann man verstehen, warum sie so teuer sind. Ich rühre jetzt die Schokolade durch, damit alles gleichmäßig verteilt ist.
Das ist besonders wichtig, damit die Formen sich hernach gut lösen. Dann malen wir die Farbe rein in Form von Schokolade. Herr Feil stellt Donaumuscheln her. Damit die Marmorierung zutage kommt. Als nächstes füllen wir die weiße Schokolade in die Form. Das geht folgendermaßen vor sich. Kurz umrühren. Verteilen. Klopfen, damit keine Luftblasen entstehen. Rauskloppen. Abstreichen. Nochmal rausklopfen. Das ist wiederum wichtig, damit Schalen entstehen und die Füllung nicht zu kurz kommt. Jetzt müssen die Schalen erst 10 Minuten gekühlt werden. Könnten Sie mir sagen, wie Ihr Beruf genau heißt? Ich würde das mit Pralinenmacher formulieren. Herr Feil ist der Meister in der Prinzesskonditorei. Er hat Lehrlinge, die den Beruf des Pralinenmachers erlernen. Diese Pralinen heißen Barbara-Küsse. Die Schalen kommen jetzt aus dem Kühlschrank. Nachdem sie nun 10 Minuten abgesteift sind, werden eventuelle Überstände abgeschnitten, damit die Form hernach gut aufeinander passt. Dann wird eine feine Sahne-Nougat-Füllung aufgebracht, fest eingedrückt, damit keine Luftlöcher entstehen, Luftblasen, wenn die Schnecken dann fertig gefüllt und zusammengesetzt. Wenn die Pralinen gefüllt sind, kommen sie noch einmal 2 Stunden in den Kühlschrank. Jedes Jahr verkauft die Prinzesskonditorei 5000 Kilogramm Pralinen. Wie viele Pralinen verkaufen Sie im Jahr? Wir verkaufen grob gerechnet etwa 5000 Kilogramm. Essen Sie selbst eigentlich gerne Pralinen, Herr Feil? Oh ja. Man probiert ja so auch in der Entwicklung und man kann ein stiller Genießer sein, auch für diese Erzeugnisse, die man selber herstellen muss. Die Donaumuscheln sind jetzt fertig.